So, der gute Rowake Official hat mich hier gerade besucht. Moin! Schickes Mopedchen hast du da. Ja, Führerschein habe ich ja noch nicht. Die Fahrschule lässt ja auf sich warten. Was das Gute ist, was du da mitgebracht hast? Das ist eine Hercules Prima 2S. Sexy. Und mit Getränkehalter am Start. Keine Werbung. Ja, sehr geil. Was machen wir heute? Wir bauen heute den Fender um, ne? Genau, und mein Spoiler vorne kommt der, Spoiler sag ich schon, Der Supermodo Kotflügel kommt heute rauf und der gute Rowake hilft mir dabei. Yes, ich glaube, ich lasse dich heute mal schuften. Meinst du? Ja. Mindestlohn ist da, ne? Mindestlohn ist da. Dann kann ich mich nämlich so ein bisschen hinter der Kamera verstecken. Den bauen wir heute um. Dann schnacken wir ein bisschen, Smalltalken ein bisschen heute. Und ja, KDM steht ein wenig schräg, aber sollte wohl passen, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Ja, womit fangen wir an? Möchtest du erklären? Du bist ja handwerklich sehr begabt. Ah ja, aber. Und du hast die KDM noch nie, angefasst. Ich hab die noch nie auseinandergebaut. Das Ding habe ich schon bis auf die kleinste Schraube auseinander gehabt. Aber schicken Pulli hast du übrigens. Ja, danke. Das ist gesponsert, ne? Wird alles bezahlt. Product Placement. Das Ding ist wahrscheinlich von innen. Ja, mit viel Zahn. Das ist also so. Ja, zwei Schrauben los, zwei Schrauben wieder rein. Fertig. Easy peasy. Ich glaube, der ist hier oben noch irgendwo fest. Moment, warte mal. Da oben ist der noch irgendwo mit drin, ne? Ja, da ist der Lampenschirm mit drin. Ja, genau. Und dann müssen wir mal gucken, ob das alles geht. Ich werde einmal ganz kurz den kleineren Kotflügel holen für die Supermode. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen geiler aus, wenn das hier einfach kürzer ist. Das ist halt, das sieht aus wie so ein Entenschnabel. Junge, das steht so schräg, das Ganze, ne? Krass. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist schon. Niemals Angst hat er den Kipp. Ne? Ja, sieht schon nicht so ganz. Ich sollte mir da auch so einen Assi-Hauptständer ran machen, wie bei der Mofa. Ja. Huh, erstmal hier Mofa-Porn oder was? Huh. Ja, ich glaube, wir können gleich auch mal eine Runde mit der Mofa noch fahren. Ja, wie wäre das denn? Das wäre ganz witzig, glaube ich. So, perfekt. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich hole mal kurz den Spoiler und ja. Bis gleich. So Leute, Rowake Official hat jetzt den guten Spoiler geholt. Das ist ein gutes Stück. Sieht auf jeden Fall viel, viel geiler aus. Ist halt deutlich kürzer als der Originale. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Das ist so das erste, ja, seit langem, was ich an der KTM wieder umbaue. Ne? Und genau, ich würde sagen, du schraubst ein bisschen, ich filme dich ein bisschen. Kriegen wir hin. Ganz entspannt. Let's go. Jetzt mal diese beiden Schrauben, wie einige vielleicht schon gesehen haben, sind da in dem neuen Teil keine Löcher drin. Das heißt, wir müssen gleich noch ein bisschen bohren. Yes. So. Ja, ihr könnt mal schreiben, Leute, in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass das Video so ist, wie wir es jetzt machen. Oder dass ich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen schraube und dann vielleicht einen Helm aufziehe. Sonst ist das halt ein bisschen problematisch. Ich glaube, jetzt müssen wir hier oben noch diese Halterung rauspuppeln. Ne? Diese Gummipropfen. Das können wir hier mal machen. Zack. Zack. Wenn du die mal kurz halten könntest, dann schraube ich dir die beiden Schrauben noch auf. Ist das der gleiche? Ja. Easy! Alter, wir müssen auf jeden Fall noch eine ganze Menge bohren. Ja. Wir fahren einfach ohne. Du kriegst nur die ganze Scheiße, die Fresse von vorne. Ja. Uff. So, da haben wir das gute Ding. Sieht minimal anders aus als. Das wird dir reichen, wenn wir einfach nur hier die beiden. Bohren. Ja. Der ist ja kein Gewicht drauf. Ja, ja. Aber die Lampenschirm muss auch wieder irgendwo rein. Stimmt, hier müssen wir auch bohren. Zwei Löcher, dass die hier reingesteckt werden. Also vier Löcher müssen wir bohren. Ja. Man kann da schon mal hier. Oh ja, genau, halt mal ran. So, ne? Ja, ist halt viel krasser gleich. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Sieht viel, viel geiler aus, finde ich. Yes. Sexy. Nice. Nach gefühlten 10 Jahren haben wir dann auch mal das Werkzeug zusammengesucht. Ist ja immer nicht ganz einfach in einer fremden Werkstatt. Heißt, was haben wir jetzt vor? Wir müssen jetzt natürlich erstmal Löcher bohren in das neue Teil. Wir haben es versucht aufeinander zu legen. Wir haben dann versucht ungefähr anzupeilen, wo wir hin müssen. Das funktioniert aber so nicht ganz genau. Es ist uns ein bisschen zu ungenau. Heißt, wir werden es jetzt einfach messen. Das heißt, wir nehmen uns ein Maßband und messen erstmal von der hinteren Kante aus, wie weit wir denn darauf müssen. Das sind fast genau ungefähr 29 cm. Mein Abstand von 6 cm.
So, im Grunde kann ich mir das jetzt ganz einfach hier übertragen. Ich muss natürlich auch von hinten messen. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir können da jetzt nicht 29 cm nehmen, weil das Ding kleiner ist. Das heißt, wir müssen ungefähr anpeilen, wie viel wir da jetzt brauchen. Also wir halten uns das hin. Genau, in der Zwischenzeit, wo der gute Rowake das anzeichnet, habe ich gerade auf Instagram ein paar Fragen bekommen, die wir hier in dem Video noch zwischendurch beantworten. Okay. Ja, wir sind hier multitaskingfähig quasi. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus, Rowake_official auf Instagram. Erwartet aber nicht zu viel. Das stimmt, da muss ich ihm so recht geben. Liked ein paar Bilder von ihm und kommentiert: Rowake, du hast ein geiles Ohr. So. Junge, mach das doch ordentlich, ne? Ja, natürlich. Ich sag aber, ich hab's jetzt hier angezogen. Einmal gebohrt ist er immer gebohrt. Die erste Frage. Fährst du irgendwann mal wieder legal? Von LuckyLuca03 auf Instagram. Und da kann ich sagen, ja, werde ich machen. Er ist auf jeden Fall gerade in Arbeit. Seht ihr ja selbst. Nach und nach wird die gute KTM legal, weil es einfach deutlich entspannter ist, auf der Straße legal zu fahren. Und yes! Wie viel PS hat die KTM? Ganz klare Antwort, so klar wie meine Adiletten, hat die KTM 12 PS. Puh. Ja, ich weiß, es ist nicht so viel, aber legal ist halt ein bisschen entspannter. Ja, was gibt es denn noch Schönes? Hattest du schon mal einen Unfall? Da werde ich in einem richtigen Vlog mal ein Video drüber machen. Und ja, ihr könnt mal schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Ob ich so ein paar Real-Life-Stories raushaue aus meinem Leben. Habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, die kamen auch echt gut an. Ob ich einfach in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen was raushaue, zum Beispiel zum Thema Unfall. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare. Auch gerne andere Fragen, Anregungen, die ihr habt. Schreibt alles. Oh, da ist der gute Boy wieder. Das kann weitergehen. Ich habe keinen Körner gefunden. Heißt, wir bohren das jetzt so. Wir bohren das jetzt so. Wer abrutscht, darf nochmal. Gleich ganz ein Loch im Bein. Das machst du aber schön. Danke. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch entgraten. Also, ich glaube, die meisten wissen, was das heißt. Wenn nicht, schreib es in die Kommentare. Dann beantwortet der Meister das bestimmt gerne. immer. So, wie sieht das schon aus? Sitzt es gerade? Oh. Ich glaube schon, ne? Wir müssen mal den Lenker jetzt gerade stellen. Ich glaube, das passt sehr gut. Sollte, oder? Sieht gut aus. Sieht gut aus? Sieht gut aus. Jetzt hat er keinen großen Schnabel mehr, sondern einen kleinen Schnabel. Sieht schon viel geiler aus gleich, finde ich. Guck mal, wenn man von hier ein Foto macht, das sieht schon nice aus. Nette Sache, ja. Hier war das bei dem alten dran, so eine Führungen. Da kommt quasi so eine Nippel von der Lichtmaske rein. Und ja, genau, da bohren wir jetzt einfach zwei Löcher. Ganz entspannt. Rowake bohrt zwei Löcher. Ja, nochmal ab, den ganzen Bums. Müssen das gerade mal runterschieben. Da haben wir doch noch mal eine richtig schnucklige Frage. Und zwar, wie alt warst du, als du angefangen hast, dich für Bikes zu interessieren? Hat bei mir relativ spät angefangen. Mit ungefähr, ja, 14 Jahren hatte ich so richtig Bock bekommen, wollte unbedingt irgendwas haben. Und mit 15 hatte ich dann einen Roller. Da war ich auch relativ glücklich, so ein halbes Jahr lang, und dann wollte ich halt mehr. Der Roller lief immer schneller, lief am Ende irgendwie 90 und ja, hat halt nicht mehr so Spaß gemacht. Man konnte halt nirgendwo mehr an der Polizei und sowas entlangfahren. Dann hatte ich ein Schaltmoped und da fing eigentlich alles an, dass ich dann richtig im Hype war, ne? Und bei dir, Rowake? Da hat's mit der Kiste angefangen. Mit der Mofa, auch mit 15 dann, wa? Ja, genau. Damit hat es angefangen. Ich guck mir noch mal das gute Stück hier an. Ich glaube, ich klaue mir die gleich einfach mal. Und dann fahre ich eine Runde. Aber erstmal ruft hier die Arbeit, Leute. Das Schmuckstück muss fertig werden.
bin gerade überlegen, wie wir das machen. Weil das Problem ist, diese Aufnahmen, die da sitzen, die waren immer ein Stück höher. Sie saßen hier drauf. Und ja, so wäre die Lampe in Endposition. So muss sie fest sein. Aber man sieht, wir kommen da nicht in den Fender rein. Oder in den Spoiler oder wie auch immer man das Teil nennen will. Da ist das Problem. Stimmt, hier kann man das sehen. Diese Nippel. Ja, wir können die Lichtmaske auch einfach noch ein Stück nach unten schieben. Das geht. Okay, ja, ja, einfach am Gummi dann, ne? Danke. Das wird funktionieren. Warte mal, ich schiebe die mal hier ein Stück runter. Halt nicht zu viel, aber ein bisschen können wir. Dann müsste das doch passen, oder nicht? Jetzt bohren wir hier noch einmal die beiden Löcher quasi für die Führungen für die Lichtmaske, damit die auch wieder fest ist. Und wenn das fertig ist, dann sind wir auch schon durch mit der Arbeit. Das ging eigentlich alles relativ zackig. Natürlich hier die Löcher ordentlich gebohrt und dann haben wir hier die Lichtmaske, haben wir jetzt einfach vom Kotflügel in die Lichtmaske Schrauben gebohrt oder gedreht. Und genau, so hält es auf jeden Fall, so sitzt es alles gut zusammen. Licht ist richtig eingestellt, vorher war es nämlich ein Stück zu hoch. Darum, alles wunderbar, alles passt perfekt. Rowake, das hast du gut gemacht. Das ist spitzenmäßig geworden. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr den guten Knaben beim Umbau nochmal wiedersehen wollt. Ob wir irgendwie noch ein bisschen zusammen basteln sollen. Genau, schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock auf sowas habt. Und yes, let's go. Bis zum nächsten Mal.